Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian, schon mal Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, es wird in 6 Wochen am 27. April kommt der raus, neuen Kurs geben zu Immunsystem der Psyche oder Resilienz, wie man so gern sagt. Sind ja gerade wieder so Zeiten, offensichtlich hört das ja gerade nicht auf, dass immer ein krasse Sache auf der Welt passiert nach der anderen und dachte, es wäre mal eine gute Zeit für so einen Kurs. Ist natürlich auch nutzbar für persönliche Krisen, gibt es ja auch genug. Und genau, ich verlinke das hier drunter mal, gibt es jetzt wie immer jetzt schon erwerbbar zum Frühbucherpreis und ja, 49 Euro statt 69, glaube ich. Und ja, könnt ihr euch ja mal angucken, ist sehr übungslastig, wird da werden, klar, wird auch Hintergründe und ja, sicher auch die ein oder anderen Forschungsergebnisse zu Widerstandsfähigkeit, ja, was kann man da machen, lässt sich das ein bisschen trainieren quasi, Wissen darüber, also Hypnotrancen, wird es wieder geben. Und aber wie gesagt, viel mehr Übungen, denke ich, als in anderen Kursen. Bietet sich einfach sehr an. Natürlich kann man diese Ereignisse nicht wegmachen, aber sieht man vielleicht auch in der Umgebung, dass der eine das viel besser wegsteckt als der andere. Und das hat eben mit dem Thema Resilienz zu tun, was natürlich viele Facetten hat. Aber ich hoffe, wir können also einige abgreifen. Ansonsten könnt ihr mir gerne mal wieder Videowünsche schicken über ein Formular auf Liebeschip am besten, das Kontaktformular einfach mal ausfüllen, egal ob das jetzt Beziehungsgeschichten sind oder auch mal, vielleicht habt ihr auch sonstige psychologische Fragen, vielleicht wollt ihr auch mal so ein Video machen, da muss ich noch ein bisschen vorbereiten zu, offensichtlich werden mich auch viele Flüchtlinge wieder treffen, was kann man da so machen, wenn man mit denen redet, könnt ihr mal runterschreiben, ob das für euch interessant wäre. Bin sie zwar kein Notfallpsychologe, aber ein bisschen was kann ich dann euch auch so sagen. Und genau, halt die Ohren steif. Wir sehen uns bald wieder.